Es gibt natürlich die Frage, ob das eine Notfallindikation ist, also ob man das aus einer Notfallsituation macht. Ein Luftröhrenschnitt ist für uns immer etwas Geplantes, also keine Notfallindikation. Wir würden einen Luftröhrenschnitt machen, wenn der Patient zum Beispiel eine große Tumoroperation benötigt, um die Atemwege zu sichern. In der Regel ist ein Luftröhrenschnitt für uns keine dauerhafte Lösung, sondern wird über ein paar Wochen notwendig sein. Es gibt einzelne Fälle, wo das langfristig geplant wird. Das sind aber eher große Tumoroperationen, zum Beispiel mit Entfernung des Kehlkopfes. Es ist natürlich eine Operation, deswegen wird es in den ersten Tagen schon so sein, dass die Patienten möglicherweise Schmerzen haben. Das sind leichte bis mittelgradige Schmerzen, wogegen man gut Schmerzmittel als Tabletten zum Beispiel oder als Schmerzsaft geben kann. Das Sprechen ist bei einem Luftröhrenschnitt die ersten Tage meistens nicht möglich. Das ist einfach dadurch bedingt, dass man eine spezielle Kanüle einsetzt, die die Luftröhre abdichtet und mit der man nicht sprechen kann. Das ist aber nur für die ersten Tage. Trinken ist in der Regel nach spätestens 1 bis 2 Tagen wieder möglich. Wenn das nicht möglich ist, würde man die Patienten entweder über die Vene ernähren und auch mit Flüssigkeit versorgen oder über eine Magensonde, die direkt Flüssigkeit und auch Nahrung in den Magen befördert. Das Schlucken ist die ersten Tage in der Regel auch nicht möglich. Das sind aber höchstens 3 bis 4 Tage und dann kann der Patient eigentlich relativ normal auch wieder schlucken. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber der normale Schluckakt sollte nach 2 bis 3 Tagen auch wieder hergestellt sein. Dann kann man die Luftröhre wieder verschließen und sollte man in der Regel auch. Das ist eine kleine Operation, die auch gut in lokaler Betäubung möglich ist. Dabei wird das Loch, das in die Vorderwand der Luftröhre eingebracht wird, wieder verschlossen mit Nähten. Die Haut wird darüber verschlossen. Es bleibt eine kleine Narbe zurück, die aber, wenn man sie plastisch gut anlegt, in der Regel fast nicht mehr sichtbar ist.